What is up, my beautiful people, and welcome finally to a new video. Yes, it's been a while, but a little disclaimer first to all my international subscribers. It's going to be all in German. Why? Because I want to show my German people what I did from the beginning until the grand opening of my restaurant. So all the renovation stuff. But so if you like, you also can just watch, enjoy the video and see the difference from the beginning until the end. That's all you have to know, and yeah. Also, willkommen meine Freunde zum Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Alan Pjanic, 30 Jahre jung. Ich habe meinen eigenen Laden eröffnet, Sensei Burrito in Osnabrück. Und in diesem Video möchte ich euch kurz mitnehmen, was ich getan habe bis zur Eröffnung, sprich die ganzen Renovierungsarbeiten. Weil der Laden war eine reinste Katastrophe. Ich werde euch hier mal ab und zu ein paar Bilder zeigen, wo ich noch nicht aufgenommen habe, weil es mir einfach wirklich sehr, sehr peinlich war, wie die den Laden hinterlassen haben. Es war eine reinste Katastrophe. Aber ich möchte es euch kurz trotzdem zeigen. Einfach nur, damit ihr Bescheid wisst, wie er vorher aussah und wie er dann am Ende aussehen wird. Also, und ich werde zwar nicht alles aufnehmen, aber ich werde so gut wie es geht immer Step by Step euch etwas zeigen, was getan wurde. Und dann ja zum Schluss bis zum Grand Opening euch mitnehmen. Wie gesagt, ich bin ein Hobbykoch. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich liebe sehr, sehr asiatisches Essen und auch mexikanisch. Dachte mir irgendwann mal nach dem ganzen Kochen, was ich selber alles zu Hause getan habe und Leute mit happy gemacht habe, möchte ich auch andere Leute mit glücklich machen. Es war ein Riesenschritt. Ich hatte richtig Angst, aber ich habe es getan. Ich habe mich selbstständig gemacht mit meinem kleinen Imbiss, Sensei Burrito. Perfekter Name, asiatisches wie der Meister in Sensei, japanisch, Burrito. Ihr könnt es euch denken. Also, let's stop talking und viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns. Es ist offiziell, dass ich in meinen Laden rein kann. Ich bin jetzt mit meiner Mutter hier und ich habe das alles so ein bisschen aufgenommen, wie das jetzt momentan hier drin aussieht. Einfach nur eine reinste Katastrophe, kann ich sagen. Und wir werden ja die nächsten Tage jetzt erstmal nichts anderes machen als sauber machen. Weil irgendwas anderes ist gar nicht möglich erstmal. Aber wisst ihr schon mal Bescheid. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten, was so, ja, was hier abgehen wird. Also es wird echt. And also quick in English, just for my international subscribers. Guys, it's day number one in my restaurant that I can go inside and can do something. And it looks horrible at the moment. You will see it in just some YouTube seconds. But yeah, my plan for the next days is just to clean up that whole freaking thing. Like, for real. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Und zwar, ja, ein paar Tage später, nachdem ihr das erste Video gesehen habt, oder den ersten Clip. Und ihr werdet jetzt ein bisschen sehen, was passiert ist. Und zwar habe ich eigentlich nur die ganzen scheiß Sachen, die hier drin waren, alles rausgeschmissen. Und angefangen sauber zu machen. Es hat ein paar Tage gedauert. Man sieht vielleicht nicht, aber vertraut mir, es ist einiges schon passiert. Einiges. Ich bin wirklich ein bisschen fertig mit meinen Nerven. Egal. Der Vormieter ist einfach ein Schwein gewesen, der nie sauber gemacht hat. Und ja, das habe ich zu spüren bekommen. Nichtsdestotrotz, jetzt war ich einkaufen. Hab neuen Boden geholt, Wandfliesen, Bodenfliesen, Farbe, Tapeten. Und jetzt wird angefangen, die Kabel, die Elektrik erstmal neu zu machen, noch rauszukloppen, alles aus der Wand, neu zu verlegen, verspachteln, kompletten Wände, alles Löcher verspachteln, streichen, tapezieren. Ihr werdet sehen. Auf jeden Fall ist eine Menge zu tun. Aber ja, wie gesagt, ich wollte das alles so ein bisschen dokumentieren. Schritt für Schritt werde ich dann ein paar Sachen aufnehmen und ihr werdet dann sehen, was so, ja, passiert. Ich bin schon richtig gespannt, also bleibt dran, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Clip. Und einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ein paar Tage sind vergangen, nach dem letzten Clip. Und ja, ich werde euch jetzt zeigen, was ich bis jetzt schon mal gemacht habe. Es ist einiges schon passiert. Ja, die Tapeten abzureißen, das Schlimme war, es war Latexfarbe drauf und das hat mich bestimmt 3 Tage gekostet fast, das komplett abzumachen. Dann habe ich das verspachtelt, dann habe ich die Kabel, die Elektronik ein bisschen verändert, neu gelegt und hast du nicht gesehen, also da war so viel zu tun.
Es geht voran, Leute. Ich zeige euch jetzt ein bisschen was jetzt, wie es jetzt gerade aussieht. Und dann denke ich mal, sehen wir uns dann wieder in den nächsten Clip oder in den nächsten Tagen, beziehungsweise für euch nur ein paar YouTube-Sekunden. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem kurzen weiteren Update. Also, wie gesagt, wir haben die Wände jetzt verfliest, Kabel neu gelegt, Boden ist neu, sowie tapeziert, wie man sehen kann. Alles tapeziert und noch frisch gestrichen. Ja, wenn man reinkommt, alles neu, frisch gestrichen und ja, tapeziert. Da ist schon eine Sache für die Küche gekommen, ein Arbeitstisch. Hinten alles gestrichen. Wie gesagt, hier überall der Boden neu. Ein paar Sachen auch hier für die Küche. Hier das Badezimmer auch komplett neu. Komplett jede einzelne Fliese, Fuge, alles habe ich geschrubbt. Neues Waschbecken, neue Toilette. Neuer Boden auch, wie gesagt, gerade noch frisch gewischen. Die Decke sieht Katastrophe aus. Und ich möchte die nicht nur streichen, ich würde sie komplett mit neuen Styroporplatten erstmal verfliesen, kann man sagen. Verlegen. Es ist so krass. Es ist so ein heftiger Unterschied. Ich bin so glücklich. Es geht voran langsam. Ich mache halt fast alles alleine, viel alleine. Und deswegen dauert das alles halt etwas. Ich liebe es zu renovieren generell und sauber zu machen, weil man sieht einfach die Erfolge und es ist genau wie beim Sport und so, nach einiger Zeit du siehst Erfolge und es motiviert dich immer mehr. So ist es genauso mit dem Renovieren gerade bei mir. Den Laden ist mir gar nicht übernehmen, weil das so viel war auf einmal, was auf mich zukam. Also ihr habt gar keine Ahnung, ihr seht nur immer wieder ein bisschen, was ich halt so geschafft habe, aber was behind the scenes noch passiert ist. Was ich alles machen musste das ist so viel, was ich aufzählen könnte, das ist echt nicht mehr normal. Aber egal. Dranbleiben, nicht runterkriegen lassen. Egal was es ist, Leute, wenn ihr einen Traum habt, gebt alles dafür. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns wieder beim nächsten kurzen Update. Adios aus Osnabrück. What is up, my beautiful people? I wish you all a good morning. Guten Morgen, meine Freunde, und ja. Es sind wieder ein paar Tage vergangen, ein paar Tage verstrichen. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich gerade mache. Und zwar hier im Raum habe ich die Decke gerade neu gemacht, neue Styroporplatten dran. Muss noch ein bisschen warten, dann wird gestrichen. Dann kommen die Leisten dran. Die Schilder außen habe ich abgemacht, kann ich euch gleich mal zeigen. Und habe die folieren lassen. Die müssten heute oder morgen kommen. Ich freue mich schon richtig drauf. Also hier nochmal kurz, kann man sehen, die Schilder hier sind ab. Auch das Alublech. Und oben genauso. Naja, das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Wieder kurzes Update. Und wir sehen uns nachher dann, meine Freunde. Kurzes Update, paar Tage später. Wie gesagt, ich musste die Decke neu machen. Aber mein Kollege Dennis, der hat mich mit einem richtig fetten Bild überrascht. Und das passt so perfekt zum Thema. Also wirklich, ich muss es euch zeigen. Wir haben es gerade aufgehangen. Da ist der gute Mann. Dan the Man. Und Leute, jetzt zieht euch das rein. Gebt euch das. Also, sein Instagram Link in meiner Beschreibung. Ich bin so sprachlos, es ist so legendär geworden. Guckt euch einfach die ganzen Details an. Und auch vom Essen. Es ist ein bisschen anders jetzt als mein Titelbild in YouTube. Er hat das nochmal sozusagen auf mein Restaurant angepasst. Und es ist einfach nochmal 10-mal geiler geworden. Und das davor habe ich schon geliebt. Ey, Dennis, ohne Scheiß. Danke nochmal, ne? Also wirklich, das ist... Wow. Die neuen Schilder sind gekommen, also für draußen, aber die sind noch nicht dran, die mache ich jetzt gleich dran. Das werdet ihr dann auch sehen. Ich freue mich schon richtig drauf, weil die sehen mega gut aus. Und heute Morgen ist auch die Küche gekommen. Hier die ganzen Küchensachen, dort die Schilder. Die sehen einfach nur geil aus, ich freue mich schon so, die anzubringen.
das schöne Bild. Und hier genauso die Kühlschränke, die Gefrierschränke, Spülbecken, alles da. Ja, dann würde ich sagen, ab geht's und erstmal die Schilder dran bringen. So, meine Freunde, die Schilder sind angebracht. Und ich finde, es sieht einfach nur geil aus. Also ich will es euch jetzt zeigen. Also in 3, 2, 1. Oben Sensei Burrito. Hier dann nochmal kurz die Menükarte. In abgespeckter Variation, was ich halt anbieten werde. Und auch oben das Schild. Es ist halt jetzt alles ein bisschen ärgerlich, wenn man das nicht perfekt sehen kann. Wegen der Sonne. Aber ja. Einfach nur geil. Und es sieht schon mal ganz anders aus zu vorher. Dann, was aber auch noch cool ist, die Küche ist auch am selben Tag noch gekommen. Und ich bin die gerade am Aufbauen. Habt aber schon eine Menge Probleme wieder, weil ja Sachen nicht passen, wie sie hätten passen sollen. Aber hier haben wir das Ganze. Also hier einmal, hier wird die Kasse sein, die Saladette. Da stehen auch gerade die Grills drauf, die kommen aber dann dorthin. Die Abzugshaube muss noch installiert werden, dann wird das oben verkleidet. Dann Kühlschränke, Arbeitstische zum Vorbereiten, Arbeitsschrank. Hier wird dann die Waschstraße sein. Ja, viele Kleinigkeiten auch noch, aber soweit so gut. Ich bin zufrieden. Ich bin auch gerade dabei, jetzt einen Tisch zu bauen für die Fensterfront komplett einmal entlang. Aber ja, wie gesagt, ich versuche es so gut wie es geht zu dokumentieren einfach, damit ihr einen Einblick habt, was ich immer alles mache. Ich kann es halt leider nicht immer komplett aufnehmen, aber wenn ihr wüsstet, wie viel Arbeit hier drin steckt, oh Mann. Aber egal, das Ziel rückt immer näher und ich werde immer ja, nervöser, sage ich mal. Aber naja, das war es dann jetzt auch erstmal wieder ein kurzes Update und ich weiß nicht, wann wir uns sehen, aber wir sehen uns in ein paar, ja, YouTube-Sekunden auf jeden Fall. Lang ist es ja, meine Freunde, es ist Zeit für ein kurzes Update wieder. Und auch das letzte Update für das Video. Und zwar, es ist der 31. Oktober, ungefähr eine Woche vor meiner Eröffnung. Und ich hatte eigentlich vor, noch mehr zu filmen vorher, aber wie ich schon öfter gesagt habe, es ist so viel Stress, auch behind the scenes, mit dem Amt und einfach alles, Papierkram, Einkauf. Dennoch wollte ich euch kurz zeigen, wie es gerade aussieht. Ich habe auch schon Probe gekocht, Einkäufe erledigt und ja, ich zeige euch jetzt mal kurz einfach den Laden nochmal von außen, innen, ganz schnell, wie es aussieht. Aber es hat sich auf jeden Fall einiges getan. Auf jeden Fall sieht man einen mächtigen Unterschied zu vorher. Hier ist nochmal ein kleiner Flur. Hier dann das Badezimmer, ist aber halt nur für Mitarbeiter. Ja. Kleiner, aber feiner Imbiss, würde ich sagen. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass es euch bis jetzt so gefallen hat, immer wieder Step by Step zu sehen, wie viel Arbeit und was alles reingesteckt wurde. Und ihr könnt mir glauben, dass eine Menge Geld geflossen, leider. Also, weil der Laden so demoliert war. Wirklich ist leider weitaus mehr geflossen, als ich geplant hatte, aber egal. Hauptsache, ich kann jetzt die Leute endlich mit meinem Essen glücklich machen und natürlich werden noch ein paar kleine Feinheiten hier passieren, aber nichts mehr, was richtig groß ist. Also das meiste ist gemacht und nur ein paar kleine Deko-Sachen, noch ein paar Einkäufe erledigen und ja. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat und falls ihr mal in Osnabrück seid, auf jeden Fall nicht vergessen vorbeizuschauen. Sensei Burrito, Schlosswall 24, 49080 Osnabrück. Und ja, arrivederci, bis zum nächsten Mal, zum nächsten Update. Ich weiß nicht, aber ihr werdet sehen. Guten Morgen Leute, so gleich ist es soweit. Es ist 11 Uhr etwas und um 1 Uhr werde ich eröffnen. Heute am 6. November, Sonntag. Und es geht voll viel ab gerade, also ich habe echt nicht viel Zeit, aber ich möchte das ein bisschen aufnehmen, ein bisschen festhalten. Also, aber ich bin sehr nervös. Meine Mutter ist mir zum Glück dabei am Helfen und ja, ich würde sagen, hier ist dann nochmal die Menükarte.
Also ich hoffe, es wird ein Erfolg. Wir werden sehen. Ich werde bestimmt noch ein bisschen mehr aufnehmen nachher, aber jetzt gerade geht leider nicht. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. In dem Restaurant und es war heftig. Es war sehr viel los. Ich bin total am Ende. Ich bin noch mit meiner Mutter gerade am Putzen und es ist 9:30 und 8 Uhr haben wir geschlossen gehabt. Und es war bis zum Ende so gut besucht. Wir waren ausverkauft. Unbeschreiblich, muss ich sagen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir es gepackt haben und alles zu Ende ist heute. Aber das war gerade mal der Anfang. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, vom Aufbau bis jetzt zur Eröffnung. Es war auf jeden Fall echt eine Menge, was zu tun war und eine Menge, was noch auf mich zukommen wird. Auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön an meine Eltern vor allem, weil die mir am meisten geholfen haben. Auch dicken Kuss geht raus an meinen Cousin Adrian, der mir heute auch sehr gut beiseite stand. Und an alle anderen auch, die mir geholfen haben. Wirklich, ich danke euch allen vom Herzen. Und an alle, die noch nicht hier waren, kommt vorbei, Sensei Burrito, Schlosswall 24 in Osnabrück. Und ja, das war's vom Video. Adios, amigos. Wir sehen uns. Bis bald.